Herzlich willkommen. In diesem Slidecast beschäftigen wir uns mit der Erstellung des Anlagespiegels. In diesem Slidecast lernen Sie, wie die Entwicklung des Anlagevermögens in Bilanzen dargestellt wird. Hierzu zeigen wir Ihnen an einem Beispiel, wie der Anlagespiegel, auch Anlagegitter genannt, erstellt wird. In der Bilanz werden Sachanlagen zu Buchwerten ausgewiesen. Die Buchwerte ermitteln sich aus den Anschaffungs- oder Herstellungskosten der Sachanlage abzüglich der bereits angefallenen Abschreibung. Weitere Informationen zum Thema Abschreibung bekommen Sie in unserem Slidecast Abschreibung. Aus den Buchwerten alleine ist daher weder erkennbar, wie viel für die einzelnen Posten ausgegeben wurde, noch wie viel bereits abgeschrieben wurde. Diese Informationen können dem Anlagespiegel bzw. dem Anlagegitter entnommen werden. Die Zahlen des Anlagegitters können zur Berechnung von Kennzahlen zur Analyse des Sachanlagevermögens verwendet werden. Meist wird das Anlagegitter in zwei Blöcke aufgeteilt. Block 1 enthält die Entwicklung der historischen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Block 2 enthält die kumulierten Abschreibungen und Buchwerte. Wie das Anlagegitter aussieht, schauen wir uns nun an einem Beispiel an. Die X GmbH wurde im Jahr 2011 gegründet. Hier sehen wir Block 1 des Anlagegitters der X GmbH aus ihrem Gründungsjahr. Als Bilanzposten sind Grundstücke und Bauten, kurz GB, technische Anlagen und Maschinen, kurz TAM, und Betriebs- und Geschäftsausstattung, kurz BGA, ausgewiesen. Da es sich beim Geschäftsjahr 2011 um das Gründungsjahr der X GmbH handelt, gibt es noch keine Überträge aus dem Vorjahr. Daher kann diese Spalte leer bleiben. Um ihre Geschäfte aufnehmen zu können, hat die X GmbH in 2011 Gebäude im Wert von 5 Millionen Euro, technische Anlagen und Maschinen im Wert von 100.000 Euro und Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 50.000 Euro erworben. In Summe sind das Zugänge im Wert von 5.150.000 Euro. Dies ist auch der Stand am 31.12.2011. Schauen wir uns nun Block 2 an. Hier finden wir die Abschreibung und den Buchwert. Zum 01.01.2011 hatte die X GmbH noch keine Abschreibung. Um die Abschreibung berechnen zu können, müssen wir zunächst wissen, über welchen Zeitraum die einzelnen Positionen abgeschrieben werden und welche Abschreibungsmethode verwendet wird. Dies wird meist in einer gesonderten Tabelle aufgeführt. Welche Abschreibungsmethoden es gibt und wie diese funktionieren, erläutern wir Ihnen in einem anderen Slidecast. In unserem Fall werden Gebäude über einen Zeitraum von 20 Jahren linear abgeschrieben. Die historischen Anschaffungskosten für Gebäude liegen bei 5 Millionen Euro. Diese 5 Millionen Euro dividieren wir nun durch 20 und erhalten somit als Abschreibung auf Grundstücke und Bauten für das Geschäftsjahr 2011 250.000 Euro. Technische Anlagen und Maschinen werden über 10 Jahre linear abgeschrieben und die historischen Anschaffungskosten belaufen sich auf 100.000 Euro. Die Abschreibung für das Geschäftsjahr 2011 betragen somit 10.000 Euro. Betriebs- und Geschäftsausstattung wird über 5 Jahre linear abgeschrieben und hat einen historischen Anschaffungswert von 50.000 Euro. Die Abschreibung für das Geschäftsjahr 2011 betragen hier somit 10.000 Euro. In Summe sind das Abschreibungen in Höhe von 270.000 Euro für das Geschäftsjahr 2011. Im Geschäftsjahr 2011 gab es weder Umbuchungen noch Abgänge oder Zuschreibungen. Schauen wir uns daher direkt die Abschreibung am 31.12. an. In dieser Spalte werden die kumulierten Abschreibungen, also die des aktuellen Geschäftsjahres, addiert mit denen der Vorjahre notiert. Da es keinerlei Abschreibungen aus den Vorjahren gibt, werden hier die Werte der Abschreibung des Geschäftsjahres 2011 eingetragen. Für Grundstücke und Bauten also 250.000 Euro, für technische Anlagen und Maschinen 10.000 Euro und für Betriebs- und Geschäftsausstattung ebenfalls 10.000 Euro. In Summe macht dies 270.000 Euro. Schauen wir uns nun den Buchwert an. Der Buchwert ist die Differenz aus den historischen Anschaffungskosten und den kumulierten Abschreibungen. Für Grundstücke und Bauten bedeutet dies die Differenz aus 5 Millionen Euro und 250.000 Euro, also 4 750.000 Euro. Für technische Anlagen und Maschinen 90.000 und für Betriebs- und Geschäftsausstattung 40.000 Euro. Der Gesamtbuchwert für 2011 beläuft sich somit auf 4 880.000 Euro. Damit haben wir beide Blöcke des Anlagegitters aus 2011 betrachtet. Schauen wir uns nun das Geschäftsjahr 2012 an. In 2012 hat die X GmbH zur Erweiterung ihrer Produktionskapazität zum Jahresanfang eine weitere Maschine zu 10.000 Euro erworben.
Diese wird linear über 10 Jahre abgeschrieben. Schauen wir uns nun Block 1 für das Geschäftsjahr 2012 an. Den Stand zum 01.01. können wir aus dem Stand am 31.12. des Vorjahres übernehmen. Hier haben wir dann folgende Werte. Als Zugänge haben wir in der Zeile Technische Anlagen und Maschinen einen Zugang von 10.000 Euro. Da es keine weiteren Zugänge gibt, beläuft sich die Summe der Zugänge ebenfalls auf 10.000 Euro. Die historischen Anschaffungskosten von technischen Anlagen und Maschinen steigen um 10.000 Euro auf 110.000 Euro. In Summe haben wir nun historische Anschaffungskosten von 5.160.000 Euro. Schauen wir uns nun Block 2 an. Die Abschreibung zum 01.01. können wir aus der Spalte mit den Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres entnehmen. Somit haben wir hier folgende Werte. Die historischen Anschaffungskosten für Grundstücke und Bauten liegen weiterhin bei 5 Millionen Euro. Die Abschreibungen belaufen sich somit auch 2012 auf 250.000 Euro. Bei technischen Anlagen und Maschinen haben sich die historischen Anschaffungskosten auf 110.000 Euro erhöht. Die Abschreibungen für das Geschäftsjahr 2012 müssen somit angepasst werden und belaufen sich auf 11.000 Euro. Bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung gab es keine Änderung der historischen Anschaffungskosten. Diese liegen somit weiterhin bei 50.000 Euro und die jährlichen Abschreibungen betragen 10.000 Euro. In Summe sind das Abschreibungen in Höhe von 271.000 Euro für das Geschäftsjahr 2012. Am 31.12. haben wir somit folgende kumulierte Abschreibungen. Grundstücke und Bauten 500.000 Euro, technische Anlagen und Maschinen 21.000 Euro, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.000 Euro. In Summe sind das Abschreibungen in Höhe von 541.000 Euro. Die Buchwerte sehen somit wie folgt aus. Grundstücke und Bauten 4.500.000 Euro, technische Anlagen und Maschinen 89.000 Euro. Hier werden die 21.000 Euro kumulierte Abschreibung von den neuen historischen Anschaffungskosten von 110.000 Euro subtrahiert. Betriebs- und Geschäftsausstattung 30.000 Euro. Somit beträgt der Buchwert zum 31.12.2012 4.619.000 Euro. Zum Jahresende 2013 verkauft die X GmbH eine ihrer in 2011 angeschafften Maschinen. Wir haben somit Abgänge in Höhe von 10.000 Euro. Es spielt dabei keine Rolle, zu welchem Preis die Maschine verkauft wird. Bei den Abgängen werden lediglich die ursprünglich angefallenen Anschaffungskosten vermerkt. Bei technischen Anlagen und Maschinen ist der Stand der historischen Anschaffungskosten am 31.12. somit 100.000 Euro. In Summe haben wir historische Anschaffungskosten von 5.150.000 Euro. Schauen wir uns nun an, was dies für Auswirkungen auf die Abschreibung und den Buchwert hat. In der Spalte 01.01. haben wir wieder unsere Werte des 31.12. des Vorjahres übernommen. Bei den historischen Anschaffungskosten für Grundstücke und Bauten gab es keine Änderung, somit belaufen sich die Abschreibungen auch 2013 auf 250.000 Euro. Bei technischen Anlagen und Maschinen betragen die historischen Anschaffungskosten am 31.12. durch den Verkauf der Maschine nun nur noch 100.000 Euro. Da der Verkauf jedoch erst zum Jahresende abgewickelt wird, kann die Maschine noch das gesamte Geschäftsjahr 2013 abgeschrieben werden. Es können für das Geschäftsjahr also 11.000 Euro abgeschrieben werden. Die jährlichen Abschreibungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung betragen weiterhin 10.000 Euro. In Summe haben wir im Geschäftsjahr 2013 271.000 Euro Abschreibungen zu verzeichnen. Bei den Abgängen haben wir in der Zeile Technische Anlagen und Maschinen 3.000 Euro zu verzeichnen. Warum 3.000 Euro? Dies sind die Abschreibungen, die bereits auf die verkaufte Maschine gemacht wurden. 1.000 Euro in 2011 plus 1.000 Euro in 2012 plus 1.000 Euro in 2013. Ansonsten gab es in 2013 keine weiteren Abgänge zu verzeichnen. Für den Stand der Abschreibung am 31.12. bedeutet dies Folgendes. In der Zeile Technische Anlagen und Maschinen wird der Wert zum 01.01. mit dem des Geschäftsjahres addiert. Im Anschluss werden die Abgänge subtrahiert und wir erhalten zum 31.12. 29.000 Euro. Unser Buchwert sieht am 31.12. dann folgendermaßen aus. Zum Jahresende 2014 verkauft die X GmbH ein Gebäude mit Anschaffungskosten von 500.000 Euro. Diesen Abgang vermerken wir in den historischen Anschaffungskosten und erhalten somit diesen Stand am 31.12. Für das Geschäftsjahr 2014 ergeben sich folgende Abschreibungen.
Durch den Verkauf der Maschinen zum Ende des Vorjahres hat sich eine Änderung bei den historischen Anschaffungskosten ergeben. Diese wirken sich nun auf die Abschreibung aus und wir haben im Geschäftsjahr 2014 im Vergleich zum Geschäftsjahr 2013 1.000 Euro weniger an Abschreibungen bei den technischen Anlagen und Maschinen. Insgesamt 10.000 Euro. An Abgängen verzeichnen wir 100.000 Euro. Auch hier geht es wieder nur um die bereits erfolgten Abschreibungen. Das Gebäude wurde 2011 für 500.000 Euro erworben und linear über 20 Jahre abgeschrieben. Jährlich wurden 25.000 Euro abgeschrieben. Für 2011, 2012, 2013 und 2014, also 4 Jahre. So kommen wir auf die 100.000 Euro, die hier einzutragen sind. Für den 31.12. betragen die kumulierten Abschreibungen in Summe 979.000 Euro und die X GmbH hat einen Buchwert von 3.671.000 Euro. Zum Jahresanfang 2015 kauft die X GmbH neue Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von 100.000 Euro. Diese wird linear über einen Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben. Dies wird bei den Zugängen vermerkt und es ergeben sich historische Anschaffungskosten zum 31.12. von insgesamt 4.750.000 Euro. Für die Abschreibung des Geschäftsjahres 2015 bedeutet dies Folgendes. Bei Grundstücken und Bauten sinken durch den Verkauf des Gebäudes im Vorjahr die jährlichen Abschreibungen von 250.000 auf 225.000 Euro. Die Abschreibungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung steigen um 20.000 Euro von 10.000 Euro auf 30.000 Euro jährlich. Insgesamt werden im Geschäftsjahr 2015 265.000 Euro abgeschrieben. Für den 31.12. betragen die kumulierten Abschreibungen in Summe 1.244.000 Euro und die X GmbH hat einen Buchwert von 3.506.000 Euro. In diesem Slidecast haben Sie gelernt, wie die Entwicklung des Anlagevermögens in Bilanzen dargestellt wird und wie das Anlagegitter erstellt wird. Welche Kennzahlen Sie aus den Zahlen des Anlagespiegels berechnen können und wie Sie diese zur Bilanzanalyse nutzen, erfahren Sie im Slidecast Analyse und Interpretation des Anlagespiegels. Wir hoffen, wir konnten Ihnen helfen und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg beim Lernen.